Es ist kurz nach 9 Uhr morgens, als wir das noch im Schatten der Berge liegende Fusch verlassen und unseren 7. und vorletzten Reisetag in Angriff nehmen. Es freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid und begrüßen euch mit einem herzlichen Grüezi, Servus und Hallo. Die heutige Route führt uns über die Grossglockner Hochalpenstraße und dem Stallersattel ins Südtirol. Anschließend setzen wir die Fahrt fort, die uns über Bozen und Meran bis nach Schlanders führen wird, wo wir eine letzte Übernachtung geplant haben. Vor einigen Jahren hatten wir, damals mit dem Auto, die Grossglockner Hochalpenstraße befahren. Die damalige Fahrt entwickelte sich mehr oder weniger zu einem Reinfall. Dichter Nebel begleitete uns auf der Strecke, teilweise so undurchsichtig, dass wir nicht einmal die Straßenbegrenzung erkennen konnten. Heute präsentiert sich die Situation komplett anders. Ein blauer Himmel und strahlender Sonnenschein werden uns den ganzen Tag begleiten. Die Grossglockner Hochalpenstraße verbindet seit beinahe 90 Jahren als hochalpine Gebirgsstraße die österreichischen Bundesländer Salzburg und Kärnten. Sie führt von Bruck über die beiden imposanten Gebirgspässe Fuscher Törl und Hochtor nach Heiligenblut am Grossglockner. Diese Straße stellt die höchstgelegene, befestigte Passstraße in Österreich dar. Zwei Abzweigungen führen zur Edelweißspitze und zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, von wo aus man einen beeindruckenden Blick auf den Grossglockner und die umliegenden Gipfel genießen kann. Die Grossglockner Hochalpenstraße hat heute vorwiegend eine touristische Bedeutung. Die Nutzung für Kraftfahrzeuge ist marktpflichtig, wobei die aktuelle Gebühr für Motorradfahrer 33 Euro beträgt. Unser erster Zwischenstopp erfolgt auf der Edelweißspitze, die sich auf einer Höhe von 2571 Meter über Meer befindet und somit auch der höchste Punkt unserer Reise ist. Von hier aus genießt man eine beeindruckende Rundumsicht auf das umliegende Bergpanorama mit seinen 37 Dreitausenden und 19 Gletschern und insbesondere auf den Grossglockner mit seiner imposanten Höhe von 3798 Meter über Meer. Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir die Franz-Josefs-Höhe, die ihren Namen dem gleichnamigen Habsburger Regenten verdankt, der im Jahre 1856 gemeinsam mit seiner Gemahlin Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, das Land Kärnten besuchte. Bei dieser Gelegenheit unternahm der bergbegeisterte Monarch von Heiligenblut aus eine mehrstündige Wanderung,
die ihn bis an den Rand des Glocknergletschers Pasterze führte. Die Stelle, von der Kaiser Franz Josef den Großglockner bewunderte, wurde danach nach ihm benannt. Heutzutage ist der Aussichtspunkt problemlos mit einem Fahrzeug erreichbar und verfügt über ein großes Besucherzentrum, die mehrere Ausstellungen beherbergt. Irgendwann ist es jedoch an der Zeit, unsere Reise fortzusetzen. Auf der Fahrt nach Lienz genießen wir das herrliche Wetter und die einzigartige Landschaft. Einige Kilometer nach Lienz biegen wir in Huben links auf die Landesstraße 25 ab, die uns nun entlang des idyllischen Obersees zum Staller Sattel führt. Die Passhöhe befindet sich auf 2025 Metern und markiert die Grenze zwischen Österreich und Italien. Hier ein wichtiger Tipp: Aufgrund der schmalen Straße gilt hier eine Ampelregelung. In den ersten 15 Minuten ist die Durchfahrt vom Staller Sattel zum Antholzer See erlaubt, während in den Minuten 30 bis 45 die Fahrt vom Antholzer See zum Passübergang gestattet ist. Als wir die Passhöhe erreichen, zeigt die Ampel grünes Licht. Da wir nicht eine gesamte Stunde auf die nächste Abfahrt warten möchten, was durchaus kein Problem gewesen wäre, entscheiden wir uns dazu, die Fahrt hinunter nach Antholz fortzusetzen. Von Antholz aus setzen wir unsere Fahrt mit dem Ziel Furkelpass fort. Auf dem Weg dorthin hatten wir zwar einen Hinweis gelesen, dass der Pass geschlossen war, das Datum der Wiedereröffnung lag jedoch bereits einige Tage zurück. Umso erstaunter sind wir, als wir kurz nach der Passhöhe vor einem Fahrverbotsschild stehen. Es stellt sich heraus, dass sich die Bauarbeiten verzögert hatten. Und ausgerechnet heute wurde die Straße komplett neu asphaltiert. Dies bedeutet für uns Motorrad wenden und zurückfahren. Statt der malerischen Route über Kurfahr und dem Karrersee müssen wir wohl oder übel nun die Strecke über Bruneck und Brixen nach Bozen nehmen. Kurz nach Weidbruck erblicken wir auf unserer linken Seite, hoch über der Straße, die im Jahre 1173 am Hang erbaute Trostburg. Danach dauert es nicht mehr lange, bis wir Bozen erreichen. Anstatt die Stadt zu durchqueren und die Schnellstraße nach Meran zu nehmen, entscheiden wir uns für die ruhigere und malerische Route über die SP99. Aus unbekannten Gründen leitet uns das Navigationsgerät in Bozen unterhalb eines mittelalterlichen Beobachtungsturms auf eine schmale, doch sehr steile Straße, die später in die SP99 einmündet.
eine Steigung von 22% mit dem Motorrad, insbesondere zu zweit und mit Gepäck, ist nicht zu unterschätzen. Dennoch meistert die GS die Herausforderung mühelos und ohne jegliche Probleme. Nach der kurzen, steilen Passage biegen wir schließlich in die SB99 ein und setzen unsere Fahrt durch malerische Dörfer wie Jenesien, Huran und Hafling sowie über den Schermoz-Sattel nach Meran fort. Leider kommen wir nicht umhin, Meran am späteren Nachmittag und mitten im Berufsverkehr zu durchqueren. Die zahlreichen Touristen tragen ebenfalls dazu bei, dass ein Vorankommen teilweise nur im Stop-and-Go möglich ist. Daher dauert es etwas länger, bis wir unsere Unterkunft in Schlanders erreichen, wo wir unsere letzte Nacht verbringen werden. Morgen machen wir uns auf den Weg in Richtung Heimat. Bevor wir uns jedoch zur Ruhe begeben, möchten wir das charmante Dorf Schlanders erkunden und uns bei einem gemütlichen Abendessen kulinarisch verwöhnen lassen. So, unser letzter Urlaubstag ist angebrochen. Heute geht es zurück nach Hause. Von Schlanders aus fahren wir zunächst ins Val Müstair. Über den Ofen und den Albula-Pass erreichen wir dann die Lenzer Heide und kurz darauf Chur, von wo aus wir für die letzten Kilometer die Autobahn nehmen werden. Einige Zuschauer mögen nun fragen, was ist mit dem Stilfserjoch? Nun gut, das wäre natürlich auch eine Option. Ehrlicherweise muss ich jedoch gestehen, dass ich keine Lust darauf habe. Den Pass habe ich in der Vergangenheit schon mehrmals befahren und mittlerweile wird er so stark gehypt, dass man an bestimmten Tagen kaum vorankommt. Das wollte ich mir heute nicht antun, weshalb wir uns für die gemächliche Strecke über Schlunders und Taufers entschieden haben. Es dauert nicht lange,
Da stehen wir vor dem Grenzübergang Italien-Schweiz und gelangen so nach Müstair, dem östlichsten Ort in der Schweiz, gelegen in der Region Engiadina Bassa, weil Müstair. Müstair ist unter anderem auch für sein weltbekanntes Benediktinerinnenkloster Claustra St. John bekannt, das zum Weltkulturerbe der UNESCO gehört. Für mich gehört die Strecke zwischen Müstair und Zernetz zu den schönsten Strecken im Graubünden. Die Fahrt zum Ofenpass und vor allem die Abfahrt runter nach Zernetz durch den einzigartigen Schweizerischen Nationalpark, der notabene der einzige Nationalpark in der Schweiz ist, ist beeindruckend. Mit seinem Gründungsjahr 1914 ist er der älteste Nationalpark der Alpen und Mitteleuropas und hat mittlerweile eine Fläche von 170 Quadratkilometern. Seit 1979 ist er auch ein UNESCO-Biosphärenreservat. In Zernetz angekommen, erblickt man zur Rechten die Burg Miltenberg. Der älteste Teil der Anlage ist der quadratische Turm, der im 13. Jahrhundert errichtet wurde. Seit 2007 ist die Burg Sitz des Schweizerischen Nationalparks und beherbergt die gesamte Verwaltung des Parks. Als letzter großer Pass steht nun die Fahrt zum Albola auf dem Programm. Mit seinen 2312 Metern gehört er zu den höchsten Pässen in der Schweiz. Von vielen Touristen wird er links liegen gelassen, da sie lieber den besser ausgebauten Julier- oder Flüela-Pass bevorzugen. Dieser Umstand und vor allem das einzigartige Panorama machen ihn zu einem meiner Lieblingspässe. Unten im Albulatal liegt das kleine Dorf Bergün. An beiden Seiten der Hauptstraße reihen sich Häuser im Engadiner Stil aus dem 16. bis 18. Jahrhundert mit Fassadenmalereien Sgraffito, Erken und Fenstergittern. Hier sollte man unbedingt einen Halt einlegen und sich das Dorf anschauen.
Kurz nach Tiefenkastel biegen wir rechts in eine kleine Straße und fahren durch das wunderschöne Bündner Dorf Alwaschein. Von hier aus geht es dann auch über die Region Oberpfalz nach Lenzerheide und anschließend nach Chur. So, langsam nähert sich das Ende dieser Herbsttour. Zeit für ein kleines Fazit. In den vergangenen 8 Tagen haben wir einige wunderschöne Regionen besucht und einige charmante Dörfer und Städte kennengelernt. Vor allem Deutschland ist für uns, was Motorradtouren betrifft, Neuland. Hier werden wir bestimmt in naher Zukunft eine längere Tour planen. Tschechien haben wir nur gestreift und bleibt weiterhin die große Unbekannte. Österreich und Südtirol kannten wir schon von früheren Reisen, aber bei jeder Fahrt entdeckt man immer wieder etwas Neues. Wir hatten viel Spaß auf unserer Reise, was auch dem schönen Wetter geschuldet ist. Wenn euch die Videos gefallen haben, würden wir uns über ein Like sehr freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. So verpasst ihr nicht die nächste Tour, die derzeit in Planung ist. Wir sagen Danke und bis bald.